Hallo Freunde, die Abstimmung ist beendet und wie versprochen gibt es ein Ergebnisvideo. Außerdem möchte ich kurz informieren, wie die nächste Woche wird. Das wird ein bisschen holprig, fürchte ich. Aber gut, legen wir mal los. Fallout 4 hat die Abstimmung gewonnen. Das Spiel ist schon runtergeladen. Ich habe jetzt das ganze Wochenende damit zugebracht. Und ich habe das Gefühl, ich war nicht der Einzige. Das hat verdammt lange gedauert. Aber ja. Ist soweit alles vorbereitet. Sobald die letzte Datei freigegeben wird von Steam, kann ich das Spiel starten, kann das Ganze aufnehmen und dann gibt's zeitnah das erste Video. Ob das schon am Mittwoch kommt, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass das Donnerstag wird. Ganz einfach, weil ich nicht weiß, wann Steam das Spiel tatsächlich freigibt. Halten die sich an japanische Zeitzonen? Halten die sich an die Zeitzone Hawaii? Keine Ahnung. Wenn das Ganze also erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch freigeschalten wird, weil die sich an irgendeine US-Zeit halten, dann komme ich nicht mehr rechtzeitig zum Aufnehmen und kann das nicht mehr für Mittwoch versprechen. Dann wird es Donnerstag, aber wenn das, sagen wir mal, am Nachmittag vom Dienstag freigeschalten wird, dann gibt es das Video am Mittwoch. Ist nicht von mir abhängig, tut mir leid, ist ein bisschen eine Steam-Sache. Warten wir mal ab, wie es wird. Platz 2, Anno 1404. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, Anno so weit oben zu sehen. Positiv überrascht. Brachte mich jetzt in die Verlegenheit, dass ich mir das Spiel erstmal kaufen musste. Und ja, ich lade es jetzt in dem Moment gerade noch runter. Steam sagt mir, ich habe dafür noch ungefähr 22 Stunden Zeit. Aber was weiß denn schon Steam? Das wird bestimmt noch ein bisschen schneller gehen. Aber dementsprechend rechne ich mit Anno auch im Laufe der Woche. Warum erst so spät? Ja, weil diese Woche noch verdammt viel zu tun ist. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich erst noch mal ganz kurz was zu den verbleibenden Spielen sagen. Mit Ausnahme von Siedler 7 haben alle Spiele besser abgeschnitten, als ich dachte. Und die Leute, die für Kerbal, für Star Wars oder für Prison Architect abgestimmt haben, denen möchte ich sagen, ihr habt auf jeden Fall noch mal eine Chance, die Spiele wieder zu sehen. In der ersten Abstimmung 2016 werde ich diese Spiele wieder zur Verfügung stellen in einer Abstimmung. Ich werde dann wahrscheinlich auch noch XCOM 2 dazu anbieten und mal sehen, was da sonst noch sich so ergibt. Es wird wahrscheinlich wieder zwei Stimmen geben. Das heißt, ihr habt die Chance, euch diese Sachen nochmal anzugucken. Bleibt also ein bisschen am Ball und geduldig, gebt mir ein bisschen Zeit. Und das ist auch schon die Überleitung zum nächsten Thema, Zeit. Diese Woche wird es, wie gesagt, etwas holprig werden. Das liegt ganz einfach daran, dass ich zu Beginn der Abstimmung, am Anfang letzter Woche, nicht damit gerechnet hatte, dass Elite Dangerous so viel Druck macht, was die Beta angeht. Die Beta startet am 9.11., wenn ich das Video hier aufnehme, dann also morgen. Und dementsprechend habe ich heute noch die Elite News aufzunehmen, morgen dann auf dem Beta-Server. Es wurde gewünscht, dass ich mal den Elite-Spielstand zeige, was inzwischen aus dem geworden ist seit dem Let's Play und wie es dort weitergehen wird. Das heißt, für diese Woche sind 3 Elite-Videos geplant. 2 vom Beta-Server, um die ganzen neuen Schiffe vorzustellen und 1 vom Live-Server. Die Woche drauf läuft dann der Beta-Server mit Horizons. Da werden noch mehr Elite-Videos kommen. Das heißt, die nächsten 2-3 Wochen ist ganz schön High-Life, was Elite angeht. Dann habe ich natürlich die laufenden Let's Plays, Metal Gear Solid und Alien. Da möchte ich weiterhin Videos bringen und dann eben jetzt noch Fallout und Anno. Ihr seht schon, das sind eine ganze Menge Spiele, die ich zeigen will und der Tag hat bekanntlich nur 24 Stunden. Dementsprechend könnte das ein bisschen holprig werden. Bei Metal Gear habe ich schon gesagt, da läuft derzeit so eine kleine Art Event und da muss ich ein bisschen Zeit überbrücken, bis ich da wirklich weitermachen kann. Das heißt, es wäre möglich, dass bei Metal Gear mal 1-2 Tage die Videos ausfallen. Ich werde jetzt gleich mich in die Aufnahmen stürzen, um so viel vorzubereiten, wie ich kann. Und die Lücken so klein wie möglich zu halten. Aber seht's mir einfach nach, wenn euer Lieblingsvideo dann halt mal nicht dabei ist. Ich kann es halt nicht herzaubern. Sorry dafür, aber es ist im Moment ein bisschen viel, weil ich einfach von Elite überrascht war. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das Anfang November alles startet. Ich dachte wirklich, das kommt erst Ende November alles, frühestens. Ich dachte sogar Anfang Dezember. Dementsprechend überschneidet sich das gerade ein bisschen unglücklich. Keine Panik. Ich werde alles abarbeiten und zwar so schnell ich kann, aber ich kann eben nicht versprechen, dass jeden Tag alles kommt. Okay, so viel mal jetzt für Info und Ergebnis der Abstimmung. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht vom Ergebnis. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dann macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.